Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Ausgesetzt. Niklas Dittberner kämpft für die verzweifelte Mutter von Baby Vincent. Wir halten es sowieso für die beste Idee, wenn wir Vincent adoptieren. Vincent ist mein Kind. Nach dieser verkorksten Logik müssten Sie jeder alleinerziehende Mutter ihr Kind wegnehmen, weil sie es wagt, nebenbei noch arbeiten zu gehen. In Berlin-Mitte haben die Teenager Michelle Greven und Simon Koch heute ihr erstes Date auf einer Eisbahn. Die beiden verbringen einen schönen Tag zusammen und ahnen nicht, dass sich ganz in ihrer Nähe gerade ein Drama abspielt. Als sie die Eissporthalle am Abend verlassen wollen, machen sie eine ungewöhnliche Entdeckung. War ein echt schöner Nachmittag. Ja, fand ich auch. Können wir ja vielleicht bald mal wieder machen. Gerne. Also wenn du Lust hast, was hast du heute Abend? Was ist das denn? Was denn? Wo sind denn die Eltern? Hallo? Was machst du? Ja, mitnehmen. Wir können es ja nicht hier stehen lassen. Ja, aber wo willst du es denn hinbringen? Ja, wir suchen jemanden. Nimm's mit. Hallo? Hallo? Entschuldigung, hier hat jemand sein Baby stehen lassen. Bitte was? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich war gerade nur ganz kurz hinten und ich habe niemanden reinkommen hören. Also sind die Eltern nicht mehr hier oder was? Guck doch mal nach, ob da irgendwo was ist. Hier ist ein Zettel. Was steht denn da? Ich heiße Vincent. Eigentlich bin ich ein Wunschkind. Aber meine Mama geht es nicht gut. Bitte kümmert euch um mich. Welche Mutter setzt denn ihr eigenes Kind aus? Keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Passt ihr noch mal ganz kurz auf. Ich rufe mal eben die Polizei an, okay? Ja, klar. Das gibt's doch gar nicht. Ich stütze mich hier hin. Oh, won't you stay with me? Die Polizei bringt den kleinen Vincent sofort ins Krankenhaus. Dort stellen die Ärzte fest, dass die Geburt offensichtlich nicht mit professioneller Hilfe vonstatten ging und der Säugling erst 2 Tage alt ist. Das von der Polizei alarmierte Jugendamt hat das Baby sofort bei Bereitschaftspflegeeltern untergebracht. In ganz Berlin wird nun nach der Mutter gesucht. 2 Tage später meldet sich Lina Voss in Begleitung ihrer Freundin Sarah Geuer bei den Beamten und macht ein unfassbares Geständnis. So, was können wir denn für Sie tun? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, am besten ganz in Ruhe und ganz am Anfang. Also, das Baby, das Sie da vor 2 Tagen gefunden haben. Ich bin die Mama. Vincent ist mein Sohn. Warum haben Sie denn Ihr Baby ausgesetzt? Ich weiß, dass Sie denken, dass ich eine schlechte Mama bin. Aber das bin ich nicht. Das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Ist okay, Lina. Deswegen sind wir hier. Wir möchten den kleinen Vincent wieder haben. Ja, und wie stellen Sie sich das bitte vor? Denken Sie, Sie können das Baby erst aussetzen, hierher kommen, das Baby wieder haben wollen? So wie es Ihnen gefällt? Ein Baby setzt man nicht einfach aus. Aber es tut mir doch leid. Sie hätten das Baby wenigstens in einer Babyklappe aussetzen können. Hey, es reicht jetzt, komm mal ein bisschen runter. Boah, das Ganze war gar nicht so gedacht. Deswegen sind wir hier. Wir möchten den kleinen Vincent wieder haben. Und ganz ehrlich, so einfach wird es, glaube ich, nicht für Sie, das Kind wiederzukriegen. Was? Aber wieso denn nicht? Erstmal muss durch einen Bluttest überhaupt geprüft werden, ob Sie die Mutter des Kindes sind. Und letztendlich entscheidet es das Jugendamt, ob Sie für das Kind sorgen können. Ich will aber Vincent zurück. Wie alt sind Sie denn überhaupt? 21. Na, und dann kommt natürlich noch ein Strafverfahren auf dich zu. Und wie lange soll das Ganze dauern? Und wo soll Vincent in der ganzen Zeit hin? Darüber machen sich mal keine Gedanken. In solchen Fällen kommt ein Kind in eine Pflegefamilie. Dort geht es dem Kind gut. Ihnen würde ich aber allerdings raten, einen Anwalt einzuschalten, wenn Sie das Kind wirklich wieder haben möchten. Denn jetzt wird ein ganzes Stück Arbeit auf Sie draufzukommen. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte Vincent niemals aussetzen dürfen. Und jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als ihn wieder zurückzubekommen. Ich hoffe, dass Sarahs Anwalt mir wirklich helfen kann. Lina hatte allen verschwiegen, dass sie schwanger war. Nur ihre Freundin Sarah war eingeweiht. Vincent kam 3 Wochen zu früh zur Welt. Ihn auszusetzen war eine Kurzschlussreaktion der 21-Jährigen. Anwalt Niklas Dittberner nimmt sich der jungen Mutter an. Er will erfahren, warum Lina ihr Baby ausgesetzt hat. Trotz alledem würde mich interessieren, auch für Ihre Verteidigung, was Sie dazu gebracht hat, ein Neugeborenes in einer Eissporthalle auszusetzen. Das ist Ihr Kind, ja? Das ist mein Kind. Das können Sie beweisen? Nein, eben nicht. Das ist es ja. In welchem Krankenhaus haben Sie denn das Baby zur Welt gebracht? In gar keinem.
Vincent ist eine Frühgeburt. Ich hatte mich aufgeregt und dann ist alles schon so schnell passiert. Also Sie sind von der Geburt überrascht worden? Genau. Was ist denn mit dem Kindsvater? Das ist es ja. Ich hatte mich mit ihm an dem Tag so gestritten und er wollte mich auf einmal mit dem Baby alleine lassen und nichts mehr von uns wissen. Okay. Das heißt also, Sie haben sich kurz vor der Geburt getrennt? Eigentlich sieht es so aus. Er hat mir versprochen, mit mir eine Familie zu gründen. Wir haben uns Wohnungen und alles angeschaut. Sogar Babyklamotten hat er gekauft und... Und dann, kurz vor der Geburt, sagt er mir einfach, dass Schluss ist. Ja, und dann stehe ich da und weiß nicht, wohin. Nach dem, was Sie mir zu schildern und den Eindruck, den Sie auf mich machen, könnte schon sein, dass Sie in so einer psychologischen Ausnahmesituation gehandelt haben. Und das wäre natürlich auch für die Schuldfähigkeit von Bedeutung. Wie ist denn jetzt Ihre Situation? Also haben Sie einen Job oder was arbeiten Sie? Oder wie ist Ihre familiäre Situation? Wo wohnen Sie denn zurzeit überhaupt? Also momentan wohne ich bei meiner Mutter und ich mache gerade eine Ausbildung zur Nageldesignerin. Die Polizei wird Ihnen ja gesagt haben, die ermitteln gegen Sie wegen Aussetzung, weil Sie eben dieses hilflose Neugeborene in einer Eissporthalle ausgesetzt haben. Das ist nicht die beste Idee. Und es gab auch wohl eine Gesundheitsgefährdung für das Kind, das kann ich noch nicht beurteilen. Aber das ist ein schweres Delikt und wird mit einer Einsatzstrafe von 3 Monaten belegt. Und ja, wir reden hier über eine Freiheitsstrafe. Die Frage ist, ob das zur Bewährung auszusetzen ist. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, was Sie mir gerade geschildert haben. Also ich vermute wirklich, dass Sie da vermindert steuerungsfähig waren, sprich vermindert schuldfähig waren, vielleicht sogar schuldunfähig waren, das muss man wie gesagt klären. Also ich will versuchen, das Verfahren gegen Sie eingestellt zu bekommen, aber ich kann da nichts garantieren. Was ist mit Vincent? Ich kann versuchen, dass Sie sozusagen den Umgang mit ihm wieder haben können. Ich will ihn zurück. Ja, das müssten wir dann letzten Endes mit dem Jugendamt oder mit dem Familiengericht klären. Das ist jetzt hier nicht der richtige Ort, um das zu entscheiden. Das kann ich natürlich auch gerne versuchen. Dazu müsste ich erst mal rausfinden, wo er ist. Also auch wenn das Ergebnis der DNA-Analyse noch nicht vorliegt, bin ich persönlich vollkommen überzeugt, das ist die Mutter des Kindes. Die war so aufgewühlt und man sieht ihr wirklich an, wie sehr sie ihre Tat bereut. Und sowas spielt man nicht vor, vor allem nicht gegenüber den Ermittlungsbehörden. Aber es gibt noch so 1, 2 Fragen, die für mich noch ungeklärt sind. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum sie nicht ihre Mutter wenigstens kontaktiert hat. Also zu der scheint sie ja einen guten Bezug zu haben. Aber gut, das will man vielleicht noch rausfinden. Entscheidend ist auf jeden Fall, die junge Frau hat eine zweite Chance verdient. Es tut mir so wahnsinnig leid und ich kann nur hoffen, dass die Polizei mir das auch alles glaubt. Nachdem Lina bei den Beamten ausgesagt hat, wird der Fall an den Staatsanwalt weitergeleitet. Der entscheidet, ob gegen Lina wegen Aussetzung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird. Das könnte eine Haftstrafe zur Folge haben. Auf Niklas Dittberners Rat hin ruft Lina ihre Mutter Andrea an und beichtet ihr endlich, dass sie schwanger war und das Kind ausgesetzt hat. Mensch, Lina, was machst du denn für Sachen? Geht's dir gut, Lina? Du musst doch bestimmt ins Krankenhaus. Alles gut, Mama. Es tut mir so leid. Oh, Mensch. Sie sind bestimmt der Anwalt, Herr... Dittberner ist mein Name, ja. Herr Dittberner, hallo. Mensch, warum hast du mir nie gesagt, dass du schwanger bist, Lina? Mama, ich habe mich nicht getraut. Sie haben nicht mitbekommen, dass ich schwanger bin? Mir ist das selbst total unangenehm, wirklich. Aber ich war so lange arbeitslos und habe seit kurzem einen Job bei der Post oder Nachtschicht. Und da bin ich Lina so gut wie nie begegnet. Aha. Na gut, aber Sie haben sie ja ab und zu mal gesehen. Da sieht man auch einen, also einen Babywalker kennt man noch halt. Ab und zu. Ja, aber ich habe extra weite Sachen getragen, damit die Mama nichts merkt, weil ich habe Angst gehabt. Ärger zu bekommen. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass sie ein ganz kleines bisschen zugelegt hat. Aber wer kommt denn da gleich auf eine Schwangerschaft? Ich war auch so froh, dass sie ein bisschen zugenommen hatte, wegen ihrem ganzen Diätwahn in der letzten Zeit. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollten nicht, dass sie das mitbekommt, war das irgendwie ein Thema bei Ihnen? Ich meine, Sie sind 21, ist ziemlich jung, aber ja. Grundsätzlich haben Sie das Recht, ein Kind zu kriegen. Mama hat mir in den Ohren gelegt, dass ich nicht so früh schwanger werden soll. Weil du ja selbst mit 19 schwanger warst und lauter Probleme hattest, das habe ich ja mitbekommen. Und ich mit 20 schwanger, wer gibt mir denn dann noch einen Job? Aber Kind, deswegen hast du mir davon nichts erzählt? Ja. Ich hätte doch zu dir gehalten, Lina. Wenn der Kleine erst mal bei uns ist, Lina. Wir kriegen das hin, ja? Wie geht's jetzt für uns weiter? Also es gibt einmal das Ermittlungsverfahren, das müssen wir halt irgendwie handeln. Ich hoffe, wir kriegen das vielleicht eingestellt oder so. Und dann
müsste man daran arbeiten, dass Vincent peu à peu wieder nach Hause kommt. Und da sollten wir wahrscheinlich erst mal mit dem Jugendamt reden. Ich helfe dir, wir beide schaffen das schon. Ja, danke. Na, komm. Es macht mich echt fertig, dass Lina mir die gesamte Schwangerschaft verschwiegen hat. Was für ein Gefühl muss ich ihr da vermittelt haben, damit nicht zu mir kommen zu können? Aber ab jetzt schaffen wir das alles gemeinsam. Don't bury me, don't lay me down. Andrea hat Lina immer davor gewarnt, zu früh schwanger zu werden. Denn für die Alleinerziehende war es sehr schwer, sich und ihre Tochter durchzubringen. Lina ist sich oft vorgekommen, als wäre sie nur eine Last für ihre Mutter. Am nächsten Morgen sucht Niklas Dittberner mit ihr die zuständige Jugendamtmitarbeiterin Mimi Neubauer auf, um Lina den Umgang mit Vincent zu ermöglichen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Sie. Guten Tag. Tag, Frau Faust. Kommen Sie doch rein. Dankeschön. Hallo. Dann können wir die Sache besprechen. Ihre Mandantin möchte also ihren Sohn sehen, ja? Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Meine Mandantin würde ganz gerne zu dem Kleinen. Und ihn natürlich irgendwann auch wieder zurück in die Familie holen. Naja, also, dass Sie egoistisch und unverantwortungsvoll gehandelt haben, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht extra sagen. Ganz ehrlich, also, die Bedürfnisse Ihres kleinen Sohnes, die haben Sie überhaupt nicht wahrgenommen. Und wer sagt mir denn, dass Sie ihn nicht erneut gefährden? Also, mal langsam. Meine Mandantin hat in einer emotionalen Ausnahmesituation gehandelt und sie ist von einer Frühgeburt überrascht worden. Also, sowas dürfte sich in naher Zukunft definitiv nicht mehr ereignen. Und im Übrigen hat sie selbst da in der Situation darauf geachtet, dass das Kind irgendwie doch versorgt wird. Also sie war sogar da ein Stück weit verantwortungsvoll, obwohl sie eigentlich mehr Herr ihrer Entschlüsse war. Ja. Vincent ist inzwischen in einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht. Und ich muss die Pflegeeltern erst mal kontaktieren, wann denn ein Termin möglich wäre. Vincent muss mich doch wiedersehen. Ich will doch wieder zurück nach Hause nehmen. Also bei allem Respekt, Frau Voss, Sie haben Ihr Baby ausgesetzt. Sie wollten es nicht. Und jetzt müssen Sie auch mit den Konsequenzen leben. Aber keine Sorge, Vincent geht es gut. Und Sie können ihn sicherlich auch sehen. Demnächst, aber nicht heute. In meinen Augen haben Sie auch mit dem Strafverfahren wirklich noch genug zu tun. Kriegen Sie erstmal Ihr Leben in den Griff. Also nun mal stopp. Also jetzt fangen Sie wirklich an, Sachen miteinander zu vermengen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Meine Mandantin will natürlich dieses Kind irgendwann mal wieder großziehen. Ihre Mutter wird sie dabei unterstützen, das ist die eine Geschichte. Heute geht's nur um den Umgang. Und den müssen Sie bitte engmaschig sicherstellen, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass dieser Junge wieder zurück zu seiner Mutter kommt. Jetzt werden Sie mal nicht gleich dramatisch. Ich werde das einfach gerichtlich klären lassen. Und in der Zwischenzeit werde ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie einreichen, weil Sie irgendwie in diesem Fall ein bisschen zu emotional verstrickt zu sein scheinen. Sie sehen die Sachlage nicht mehr ganz klar und vor allem erkennen Sie nicht die Rechtslage. Das ist ein Problem. Komm, wir gehen jetzt mal. Naja, nun hauen Sie mal nicht gleich so mit dem Holzhammer hier auf den Tisch. Ich denke, wir machen das so. Sie können Vincent morgen sehen. Na also, das aber geht doch. In meiner Begleitung, wenn das in Ordnung ist. Auch das würden wir in Kauf nehmen. So einfach geht das. Ich danke Ihnen. Tschüss. Gut, dann machen wir das so. Ja, tschüss. Wunderbar, tschüss. Dann einen schönen Tag noch. Bei manchen Jugendamtsmitarbeitern kriegt man wirklich den Eindruck, dass sie nicht nach Recht und Gesetz entscheiden, sondern qua ihrer Berufserfahrung, was auch immer das dann zu heißen hat. Aber gegen die muss man sich einfach durchsetzen. Das haben wir in dem Fall, denke ich mal, auch geschafft. Und sind damit eigentlich einen Schritt weiter. Am nächsten Tag treffen sich Niklas Dittberner, seine Mandantin und deren Mutter mit der Jugendamtmitarbeiterin vor dem Haus von Vincents Pflegeeltern. Um das Baby nicht zu überfordern, warten der Anwalt und Andrea draußen. Lina kann es kaum abwarten, ihren kleinen Sohn endlich wieder in den Armen zu halten. Doch die Pflegeeltern Katja und Walter Emmons sind nicht gut auf sie zu sprechen. Die Jugendamtmitarbeiterin, Frau Fossinger. Hallo, mein Schatz. Die Mama hat dir was mitgebracht. Das kann ich so lange nehmen. Darf ich ihn denn mal halten? Ich halte das für keine gute Idee. Ich habe gehört, was Sie mit Vincent gemacht haben. Also, solange gegen Sie ermittelt wird, wäre es dem Jugendamt und mir lieber, wenn Sie Vincent nur ansehen und nicht anfassen. Aber was denken Sie denn? Denken Sie denn wirklich, ich würde meinem Kind was antun? Geben Sie Frau Voss doch mal kurz das Baby. Ich meine, wir sind ja auch nicht lange da. Na gut. So, vorsichtig. Lina kann sich kaum von ihrem Sohn trennen. Sie liebt ihn über alles und bereut es zutiefst, ihn ausgesetzt zu haben. Da ist deine Mami, gell?
Sagen Sie mal, wie konnten Sie Vincent einfach so aussetzen? Wenn Sie nicht schwanger werden wollten, warum haben Sie denn nicht verhütet? Heutzutage gibt es doch genug Möglichkeiten. Das ist wirklich, das ist das Allerletzte. Unmöglich, ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es mir leid tut. Ja, aber meinen Sie denn, das reicht? Ich meine, was machen Sie denn das nächste Mal, wenn Sie auf eine Party gehen wollen oder so? Setzen Sie dann wieder Vincent irgendwo aus? Vielleicht noch bei den Nachbarn auf der Treppe? Also, jetzt werden Sie aber unfair zu mir. Geben Sie Frau Emons mal bitte das Baby wieder zurück. Genau. Also jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass Vincent zurück nach Hause kommt. Ja. Aber dazu wäre es wirklich ganz hilfreich, wenn ich mal die ganze Geschichte erfahren würde. Und vor allem müsste ich da mal wissen, wer ist denn eigentlich nun der Kindsvater? Haben Sie eine Ahnung, wer das ist? Ja, so genau wissen tue ich das auch nicht, aber ich vermute, dass es ihr Ex-Freund, der Ben, ist. Mit dem war sie zumindest 2 Jahre lang zusammen, bevor sie sich getrennt haben, weil er fremdgegangen ist. Und wann haben die sich getrennt? Vor 9 oder 10 Monaten ungefähr. Ja, das passt aber nicht ins Bild. Also mir hat sie gesagt, dass sie sich kurz vor der Geburt mit dem Kindsvater gestritten hat und dass sie verlassen hat, weil er von ihr und dem Kind nichts mehr wissen wollte. Naja, vielleicht haben sie sich wieder versöhnt und ich habe das bloß nicht mitgekriegt. Anderes kann ich mir nicht erklären. Also müsste ich mal vielleicht mit ihm reden, weil ich meine, er hat ja auch gewisse Pflichten. Also jedenfalls Unterhalt müsste er nun zahlen. Ja, definitiv. Wo kann ich ihn denn finden? Na, der arbeitet in der Eissporthalle, dort wo Vincent ausgesetzt wurde. Das würde ja wiederum ganz gut ins Bild passen. Wir halten es sowieso für die beste Idee, wenn wir Vincent adoptieren. Auf gar keinen Fall. Was denken Sie sich denn eigentlich? Vincent ist mein Kind. Er war in meinem Bauch. Bei uns hat er doch alles, was er braucht. Nähe, Geborgenheit, Verantwortung. Naja, also Sie sollten mal wirklich drüber nachdenken. Also ich meine, so eine Adoption ist doch wirklich nicht das Schlechteste für Vincent. Ja, ganz bestimmt nicht. Aber bei den Emons hat er alles, was er braucht. Auf gar keinen Fall. Was ist denn los? Lina! Ich wollte mir Vincent wegnehmen. Was? Die Pflegeeltern meinen, es wäre besser, wenn sie ihn adoptieren. Die spinnen wohl, das können die doch nicht einfach machen. Frau Foster, einfach geht's nicht. Ne? Also einfach so ihr Kind wegnehmen, das wird so nicht gehen. Und wenn die beiden ihren Sohn adoptieren wollen, dann müssen sie auch ihr Einverständnis erteilen. Aber das. Ich will weg hier. Frau Voss, dieses Ermittlungsverfahren, das läuft dann noch gegen Sie, ja? Und ich habe auch mit Ihrer Mutter gerade noch mal darüber gesprochen. Also es wäre sowohl in diesem Ermittlungsverfahren als auch in der familienrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Jugendamt von Vorteil, wenn Sie mir mal die ganze Geschichte erzählen würden, mir endlich mal sagen würden, wer eigentlich der Kindsvater ist. Um den geht's doch jetzt hier gar nicht. Natürlich geht's um den. Ja. Mama. Mausi, der würde Unterhalt zahlen. Ich schaffe das auch alleine. Damit brauche ich den nicht. Gut, aber was Sie auf jeden Fall machen müssen, Frau Voss, ist bitte Ihre Frauenärztin von der Schweigepflicht entbinden, damit wir wirklich vortragen können, dass Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen sind und wir halt auch damit vortragen können, dass Sie da in einer Ausnahmesituation gehandelt haben. Ja? Dass das nicht von Anfang an von Ihnen so geplant war, das Kind sozusagen zu entbinden und wegzugeben, sondern dass Sie da überwältigt waren von Ihren Gefühlen. Das müssen Sie bitte machen. Ja, ja? Natürlich, das ist ja auch kein Problem. Gut. Also ich bin jetzt absichtlich nicht weiter gebohrt, was den Vater da angeht. Ich meine, Frau Voss, scheint da wirklich nicht gerne drüber zu reden, aber eins ist klar, also wenn dieser Ben tatsächlich der Vater sein sollte, dann könnte man das sicherlich in dem Strafverfahren berücksichtigen, denn das wäre ja etwa so, als würde sie versuchen, das Kind vielleicht auch wieder in die Obhut des Vaters zu geben, indem sie das Baby da in dem Eissportstadion abbringt, in dem der Vater nun arbeitet. Niklas Dittberner will dem Jugendamt beweisen, dass Lina während ihrer Schwangerschaft immer verantwortungsvoll gehandelt hat und regelmäßig zur Vorsorge gegangen ist. Er hofft, das Amt damit zu überzeugen, dass Lina in der Lage ist, für ihr Kind zu sorgen. Trotz ihres Kummers muss die 21-Jährige zur Arbeit ins Nagelstudio. Doch sie kann nur an Vincent denken. Ich feise dir erst, hast du denn schon überlegt, was du machen willst? Ich nehme es wie immer. Au! Oh, habe ich dir wehgetan? Ja. Es tut mir aber leid. Okay. Ist aber nicht bei der Sache heute. Das ist nicht in Ordnung. Alles okay. Ja, den Eindruck, den machst du mir aber nicht. Sag mal, kann es sein, dass du Vincent nun heute doch nicht sehen durftest? Trotzdem, kleinen Moment. Na klar. Ich war eben da. Und da wirst du mir nicht glauben, die wollen Vincent adoptieren. Mensch, das ist doch mein Kind. Was denken die sich eigentlich dabei? Der gehört zu mir. Du solltest dem Anwalt die Wahrheit sagen. Er muss von Vincents Vater erfahren. Du weißt genau, dass das nicht geht. Was soll ich ihm denn sagen? Das muss ohne ihn gehen.
Ich weiß nur nicht wie und langsam habe ich auch echt keine Kraft mehr. Ich bin auch noch da, ja. Zusammen schaffen wir das. Willst du erst mal kurz rausgehen, bisschen frische Luft schnappen, dir einen Tee machen? Denise, ich mach weiter, ist das okay? Aber natürlich. Geh erst mal. Das ist so lieb von euch. Aber das nächste Mal komme ich zu dir wieder. Tut mir wirklich leid. Alles. Niklas Dittberner vermutet, dass Linas Ex-Freund Bernd Fritz der Vater von Vincent ist. Er will den Kassierer in der Eissporthalle auf Lina und das Baby ansprechen. Denn wenn Ben der Vater ist, muss er Unterhalt zahlen. Die Versorgung von Baby Vincent wäre damit gesichert. Und das Jugendamt hätte weniger Gründe, Lina ihren Sohn wegzunehmen.